Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich habe euch ja versprochen, dass wir heute ja die Quest für Dorian weiter erledigen. Die ist hier oben, also es ist ein ganzes Stück weit. Ich hätte liebend gern dieses Lager irgendwie auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen in der Einfolge, aber was wir auf jeden Fall mal machen, bevor mich Harry wieder anschreit, wir werden steigern. Ich weiß das auch zu jeder Zeit. Das passt bloß irgendwie manchmal nicht in den Plan gerade oder wir haben irgendwas anderes zu tun. Ich finde es jetzt auch nicht, es ist jetzt, würde ich privat spielen, sage ich mal so, würde ich sie sofort steigern. Aber manchmal ist es halt eben nicht nötig, gerade in dem Augenblick. Und naja, also nicht aufregen, wir machen das schon. Für Sarah haben wir hier noch die Doppeldeutsche in dem Zweig. Das finde ich ganz gut. Ach so, dieser. Mann, das ist so doof. Das ist doch. Ach nee, das ist noch das Richtige. Genau, kritische Trefferchance. 34%, meine Güte. Da gab es dieses eine, wo sie mit Dingsbums arbeitet. Mensch, wie heißt es denn? Mit Verstohlenheit, genau. Und das hat sie eigentlich nicht. Irgendwann ist sie unsichtbar. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Skill das ist. Oh mein Gott. Todesstoß. Ja, finde ich gut. Und damit haben wir das auch schon. Bei Sarah jedenfalls. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Punkte Shepard hat. Also ich will auch mal langsam was Neues haben. Aber, Rismagia, sage ich dazu. Ne? Rismagia. Der Zorn des Himmels. Oder hier oben mal ausbessern. Das wäre auch eine gute Idee, ne? Greifst du Gegner an, während gesegnete Klingen aktiv ist, verkürzt sich die Regenerationszeit von magische Säuberung und Zorn des Himmels. Das ist magische Säuberung und Zorn des Himmels ist das hier. Wow. Ja, wir müssen hier dann eh irgendwas ersetzen, wo ich nicht auf Anhieb wüsste, was wir hier ersetzen sollten. Also bringt es auch nicht, wenn wir das hier nehmen. Cassie, du brauchst mal. Wo soll ich denn deine Punkte reinstecken? Können wir. Das nicht. Na, das können wir nicht nehmen. Warte. Durch deinen Glauben und Willen bannst du im Bereich von dir jegliche gegnerische Magie. Achso, das ist eigentlich so ein Arcana-Zauber. Nannte man die Arcana-Krieger, genau. So ein ähnliches Ding. Zauberauslösungsfähigkeit. Setze sie gegen oder. Nee, oder. Setze sie gegen außer Gefecht gesetzte Gegner ein, um eine Combo auszuführen. Was können wir denn wegmachen? Vergeltungsschlag? Der wirbelnde Ansturm ist ziemlich gut. Wilder Stier ähnelt sich. Schildschlag finde ich auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, Schild, weil. Das ist aber eher Verteidigung und das ist eigentlich was Gutes. Puh, Herausforderung. Wir nehmen es jetzt mal. Anstelle von dem Vergeltungsschlag. Lass uns mal gucken, was der macht. Du erholst dich von jeglichen Effekten, die dich außer Gefecht gesetzt haben und führst einen gewaltigen Angriff gegen nahe Gegner aus. Hast du kurz zuvor Schaden erlitten, schlägst du umso härter zu und. Ja, das ist alles gut. Ich weiß nicht, was ich hier wegnehmen soll. Magische Säuberung. Sag mal, habe ich in den Taktiken eigentlich wieder rumgefuscht? Bei mir haben die Nachbarn gerade arabische Mucke an. Das ist ja cool. nee, bei ihr war alles okay. Ups. Halt, ihr seid noch nicht fertig. Shepard, 6 Punkte, ne? Oh, Freunde, wir müssen spezialisieren. Ich würde es gerne machen, aber es geht nicht. Cassie und Dorian, du hast einen Punkt. Für deinen Nekromanten vielleicht mal ein bisschen was hier? Macht der Toten. Der Tod eines Gegners lockt Geister an. Hatte ich immer vorgelesen. Die kurzzeitig die Macht deiner Zauber erhöhen. Genehmigt. Perfekt. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle, ne? Ja. Außer mal wieder Shepard. Ach, es ist zum Heulen, ne? Wenn diese Spezialisierungen mal ein bisschen einfacher wären. Ich weiß, es gibt ja auch. Ich kann es anmarkieren, ne? Auf meiner Karte. Und es wird mir halt nicht angezeigt. Also, Suchet und findet heißt hier die Devise. Ist irgendwie ein bisschen doof. Gut, jetzt schlängeln wir uns mal hier durchs Gebiet. Zumal hier oben waren wir ja auch noch gar nicht. Ich finde das ganz cool gemacht. Ich weiß bloß nicht, wo es hier durchgeht. Warte mal, machen wir erstmal das Lager. Oh, warte mal, Embryum brauche ich für Tränke. Habe ich letztens schon mal gesehen.
Sonst waren hier doch immer Gegner. Wir hatten ein bisschen Glück. Ja, ich sehe schon, aber ich krieg nichts ab, danke. Schweinenasen. Ich glaube, wir müssen um das Lager herum. Hier gibt es ja auch noch die Quest, dass wir irgendwie im Graben befinden sich so eine Quellen, die wir auslöschen sollen. Dass ich mich an sowas immer noch erinnere. Mann. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht bei so vielen Quests, ob ihr da überhaupt noch durchsieht. Durchseht. Und wir haben keinen Ton. Yay! Kein Ton. Wie geil. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Uah. Mal gucken, was hat er fallen gelassen? Ein Vitar. Oh ja, Gegenstandsstufe 3, Voraussetzung Level 3. Hey, das ist eine Quest. Ich will doch gar nicht questen. Ist was zum Anpingen oder was? Nö. Es ist einfach nur ein brennendes Haus. Hey, ich kann die Tür noch öffnen. da war ja klar. Ein Brief oder ein Buch. Der Rat eines Vaters. Rygard, wenn du zurückkommst, werde ich weg sein, unterwegs nach Lidus. Komm so schnell wie möglich nach. In dem hohlen alten Baum habe ich einige Vorräte zurückgelassen. Du weißt schon, der bei der Ruine. Du müsstest damit den Transport zur Stadt bezahlen können. Pass auf dich auf, Vater. Ob der Sohn es noch hier heil rausgeschafft hat? Ich weiß es nicht. Hier sind überall so abgebrannte, ruinöse Häuser. Da hätten wir es auch irgendwas. Oh, was ist denn das hier? Ein Lager? Oh, eine Leiche mitten im Schutt. Valorins Tagebuch. Valorins Tagebuch ist blutbefleckt. Nur einige wenige Einträge sind noch lesbar. Und Emalien erzählt mir ständig, ich müsste Geduld haben. Venedis, ich werde bald 17. Ich habe meinen Valaslin. Ich bin bereit für mehr als die simplen Zauber. Es wird Hütam, Haven noch leid tun, dass er je an mir gezweifelt hat. Haven, ist das der auch hier im Lager? Sie sagt, dass die Ruine ganz in der Nähe unseres Lagerplatzes ist. Mir ist egal, was Taniel sagt. Lindiranes. Gott, diesen Namen. Talisman wird dem Hüter beweisen, dass ich bereit bin, Erster zu sein. Wenn das Ding wirklich so gut beschützt ist, wie Taniel meint, muss ich die Schutzzauber eben durchbrechen. Und wenn ich das selbst nicht schaffe, weiß ich doch was. Punkt. Der Schleier ist dünn hier. Keiner der anderen Jäger war mutig genug, um in das Kriegsgebiet des Shem einzudringen. Aber nun bin ich hier. Es muss funktionieren. Ich bin ganz sicher. Sieht aus wie Minrathus nach Satinalia. Nur damit ihr es wisst, Blutmagie und Schnaps sind eine explosive Mischung. Ui. Hier gibt's noch mehr. Ach, Embryum. Krasse Sache. Also hier tobt echt noch so ein bisschen Krieg, ne? Gut. Denkmäler für den zweiten erhabenen Marsch. Das Ende von Demetrius. Erinnert euch an Lord Demetrius Aaron, den einzigen von Andrastes Streitern, der getötet wurde. Die Streitkräfte des erhabenen Marsches begegneten den Elfen auf dem Feld, wobei ihre Anzahl die unsere weit übersteigt. Die Streiter waren edelmütig und gewährten den Elfen die Chance auf Frieden. Doch diese wollten ihre Waffen nicht niederlegen und erschlugen Lord Demetrius bei ihrem Ansturm. Der Erbauer nehme ihn an seine Seite. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Elfen so gedacht haben. Hier sieht man die ganzen... Das finde ich, das ist stark. Hier sieht man die ganzen Krieger aufgereiht. Das sieht eher so aus, als wäre das hier so ein Mensch, ne? Mit Rüstung oder so. Wer weiß. Ach, Hieroglyphen, ne? Hieroglyphen. Blutstein? Blutstein. Halinsulan. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, holen wir uns erstmal das Lager und dann versuchen wir mal noch so weit zu kommen. Als Dorians Quest werde ich schon gerne jetzt langsam mal weg. Buckel. Buckel, Zuckel. Ja, ist irgendwie so eine Nachlade. Oh, nee. Boss. Lasst ihr jetzt mal bitte... Ei. Ei, ei, ei.
Cassie. Shepard ist gut. Ja, Hundsleder. Gehst du weg? Ich will jetzt nicht kämpfen. Aha, hier sind auch noch Dämonen im Hintergrund. Ja, ja. Oh. Ach komm, scheiß auf das Hundsleder jetzt. Ja, ne. Was denn jetzt? Mach lieber Leder. Oh, ich liebe diesen Blitz. Ja, Bogenschützen, ne? Schaut mal, ich bin auch ein Fernkämpfer. Haha. Ey. Der mit dem Schild ist schon ein bisschen blöder. Hm, eingefroren. Oh, wir haben Peng. Leichengruben-Notiz. Ich will, dass ihr und eure Männer die Toten einsammelt und zu den Wellen bringt. Wir müssen sie verbrennen. Sammelt sie und geht dann. Ich erledige den Rest, Gordian. Ja, das ist Tatsache immer noch so, um ja, Pest und solchen Sachen vorzubeugen. Eieiei. Nett. Muss man natürlich die ganzen Leichen fast in Massenbestattung verbrennen. Ist heutzutage ja genauso. Schlechtes Amulett? Hm, oh. Gut, holen wir noch den Ping uns hier. Was ist das hier? Zerknötes Schreiben. Habt ihr gehört? Einer der Rekruten aus Val Royeaux will den berühmten Tom Renier in der Hellebarde östlich von Val Royeaux beim Trinken gesehen haben. Angesichts eurer Vergangenheit dachte ich, das interessiert euch vielleicht, auch wenn der junge Kerl wahrscheinlich nur Zeichnungen von ihm gesehen hat. Ich bezweifle, dass der alte Hauptmann so dumm ist, sich der Hauptstadt mehr als 100 Meilen zu nähern, aber entscheidet selbst, was ihr davon haltet. Wie auch immer, ich habe gehört, ihr werdet in ein oder zwei Wochen abgelöst. Vielleicht gebt euch Praux frei, dann könnt ihr der Spur nachgehen. Er wird es sicher verstehen. Immerhin hat er trotz der Sache mit Callier auch erlaubt, dass ihr für unsere Seite kämpft, Roslin. Tja, also dass sich Blackwell auf 100 Meter auf Valrunde nähert, das kann ich bestätigen, weil das hat er getan. Alesianisches Löwenschild. Grauschnaps von Wächter Tontief. Hm. Sind ja diese grauen Wächter-Schnäpse. Oh, jetzt ruckelt es schon wieder. Was ist das denn? Snuffleur? Was bist du denn? Entschuldige bitte, aber ich muss dich töten. Es ist schon tot. Was? Ich will nur wissen, was es gibt. Souffleurhaut. Leder. Stufe 3. Mann. Speichern. Jetzt ab zum... Ab dahin. Berühren. Hey! Oh, jetzt diese Nachladerungler. Oh, hier ist das Lager. Ich komme gleich. Berühren. Ein Plan für eine traurige Waffe. Was? Es wird nicht einfach sein, aber mit weiteren Materialien könnte ich aus diesen Splittern vielleicht irgendetwas Neues erschaffen. What the? Wieso liegen mir jetzt Sachen zu Füßen? Dorian, jetzt schubst mich doch nicht. Hä, alles sehr merkwürdig. Eine Waffe in so einem Plan, den wir erst zusammenbauen müssen. Hm. Gut. Ja. Du willst mir jetzt nicht schon wieder auf den Keks gehen, oder? Errichtete Lager 2 von 3. Machen wir denn? Ist ja echt merkwürdig. Es ist auch keine Quest oder sowas. Hm. Snuffleur. Das sind so große Nacks oder so. Irgendwie. Zeig dich doch mal. Du siehst irgendwie niedlich aus von vorne. So, hier oben. Eine Mühle.
ist alles zerstört hier in der Umgebung. Okay, was habe ich übersehen? Blutstein, nicht so wichtig. Und ich höre... Ah ja, ein Okular. Oh, krass. Östliche Welle. Ja, das, was noch übrig ist hier. Och Mann, wie haben sie sich das hier vorgestellt hier? Hey, 1 von 5. 2. Hier noch eine irgendwo? Was macht er denn da vorne? Ach, das ist eine Krähe. Ich kann nicht hier sehen. 3. Dann haben wir wieder Dämonen des Zorns. Okay, mal weiter nach rechts können wir nicht. Noch 2 Stück. Von der Ferne? Scherben, wo seid ihr? Keine hier. Ne, die haben wir schon. Ich weiß ja nicht, kann man da hinten überhaupt noch hin? Das ist auch eine gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ah, ja toll, da hinten irgendwo im... Da, gut. 16 Scherben gibt's hier im Gebiet. Mann, ey. Oh Gott. Kann man sich eigentlich aufspitzen? Aufspießen? Och, ich bin nicht so fett. Das ist nur in 7 Days so. Hey, hey, ich hab's geschafft. Cool. Coole Sache. Wollen wir die hier noch mitnehmen? Komm, du bist ja nur einer. Hier, Eis, 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 Eis. Das kommt davon. Mal gucken, was er hat hier. Feueressenz. Ja, ist okay. Kann man machen, ne? Boah. Oh Gott, schon tot und rülpst dann. Alter. Oh, oh. Ich hab die Halle erwischt. Es tut mir jetzt leid. Irgendwie mag ich die erhabenen Ebenen sehr, aber hier unterhalb, also beziehungsweise hier oben im Norden, ist echt alles zerstört, ne? Müssen wir mal gucken, so. Hier unten ist echt schön bei den Elfen. Ansonsten alles so niedergedörrt, keiner kümmert sich mehr um die Felder. Guck mal, da ist nochmal so ein komischer Stein. Ist da noch eine Waffe drin? Was? Nee, ein Riss jetzt nicht gerade. Nee, das nicht. Schade. Ich höre Venatori. Habt ihr zufällig Venatori-Folianten? Ach ja, wir sind schon da. Oder? Nö, aber ihr seid auch Leute. Wäre toll, wenn ihr... sterben würdet. Ei. Aua. Au. Ich krieg dich. Glaub nicht, dass du hier... Was machst du? Der macht gar nichts. Huh. Venatori weniger. Und Folianten. Nichts Berührtes ist sehr schön, aber... Ich bräuchte das. Gib's mir. Venatori, Folianten, bitte. So schön diese Gegend auch sein mag, sie ist dennoch gefährlich. Yes! Ich hab für den Rissmagier, wir haben... Oh Gott, wir haben alles für den Rissmagier. Ich bin... Jetzt bin ich... Oh Gott, ist das toll. Ich bin froh. Ich bin so glücklich, dass wir das jetzt gerade haben. Mann, das hat ja auch ewig gedauert. Wir haben es geschafft, Freunde. Dann mache ich das auch sofort in der nächsten Folge. Wir spezialisieren uns, ich verspreche es euch. Sofort, nächste Folge gehen wir hin und quatschen da in der Himmelsfeste die Leute weg. Was nicht mehr bei 3 auf Bäumen ist, könnt ihr glauben. Oh Gott, das war wirklich eine schwere Geburt mit diesen Spezialisierungen. Mann, Mann, Mann.
Obwohl, warte mal, das könnten wir auch noch diese Folge schaffen. Wenn wir uns das Lager noch schnappen? Hm, wer weiß. Aber erstmal das Lager. Hey, es ist schon wieder kein Durchkommen hier, ne? Hier ist alles zu. Wo soll ich denn da... Oh, ich glaube, ich muss hier lang irgendwie, ne? Oder geht's hier irgendwie rum? Ich glaub's ja nicht. Hotte Hü. Komm mal hier. Machen wir das mal auf die schnelle Art. Oh, guck mal, da oben ist eine riesige Wolfsstatue. Wie schick. Ob man da noch hinkommt. Oh nee, direkt am Riss vorbei, ne? Na gut, mal gucken. Ach nee, ist ja gar kein Riss. Das ist ja mein Wegpunkt. Oh Mann, gerade voll verguckt. Ja, hier sind überall diese Wolfsstatuen. Was ist das hier für ein Gebiet? Hier sind überall so Wälle oder Aquädukte und zwei Mühlen. Was war das hier mal? Hier sind auch überall Fragezeichen. Das müsste ich hier irgendwie rum. Ich kümmere mich aber jetzt erstmal nicht um die Fragezeichen. 8 von 21 Regionen. Ja, es ist echt ein großes Gebiet, ne? Ach, hallo. Oh nee, du Arcana-Schrecken, ne? Vergiss es. Das kannst du gleich vergessen. Ja, ah, immun ist der Penner. Hm, nee, so weit komme ich gar nicht. Shepard, lauf. Feuer magst du doch nicht, ne? Ja, du magst kein Feuer. Minchen für den Kerl. Au, wieso bin ich gestorben? Dorian, was machst du denn hier? Weg, bitte, alle mal weg. Ach, weißt du was hier, Shepard? Bist du wenigstens voll? Autsch. Okay. Das hört gar nicht mehr auf. Wie viel seid ihr denn? Oh, sind, glaube ich, meine Truppen da hinten. Was haben wir hier noch? Leichnamherz. Das kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Oh, da ist noch mehr. Ihr seid keine... Was seid ihr denn, sag mal? Ihr seid keine Inquisitionstruppen. Oh, jetzt ruckel dich mal ein hier wieder. Okay, gut. Ich frage gar nicht erst nach. Ihr tut mir nichts, dann tue ich euch auch nichts. Nee. Okay, aber so werden wir das Lager nicht erreichen. Geht's? Oh Gott. Kann ich hier irgendwie rum? Ist das so gemacht oder ist das nur... Es ist eine Farce. Es ist eine Farce. Sie wollen den Spieler wieder mal in den Wahnsinn treiben. Nee, hier kommen wir halt nicht die... Aha, ich muss da durch, ne? Mann. Das kann doch nicht sein. Die lassen sich auch nicht ansprechen, ne? Nö. Ich stehe hier einfach nur und kämpft. Oh. Ah, hi. Wo bin ich denn jetzt gelandet, bitte? Wir haben ein Lager gefunden. Der Erbauer möge auf euch herablächeln. Das Aufräumen dauert länger als alles andere. Das war eine famose Vorstellung, Inquisitor. Meine Männer konnten die Horde kaum in Schach halten. Du, ich habe irgendwas verpasst. Bastien Proul,
Marschall der großherzoglichen Truppen hier in den Dales. Ja, du, aber Bürgerkrieg ist vorbei, das haben wir ja schon festgestellt, ne? Der Krieg ist vorbei. Gaspard wird niemals Kaiser. Was? Das kann nicht sein. Wir können immer noch kämpfen. Gaspard ist der rechtmäßige Thronfolger. Ja. Nein, es ist vorbei. Und wir werden dafür bezahlen, dass wir den Usurpator unterstützt haben. Warum habt ihr euch hier verschanzt? Wir mussten uns von der Westfront zurückziehen. Die Dämonen und Untoten waren einfach zu zahlreich. Aber hier ist es nicht viel besser. Meine Patrouillen kehren nicht zurück. Nachrichten kommen nicht an. Ich habe seit Wochen nichts aus der Hauptstadt gehört. Wenn wir unsere Vorposten zurückerobern, die Wälle oder sogar die Garnison am Fluss. So geht das nicht weiter. Ich will wie ein Soldat sterben, anstatt mich unter dem Bett zu verstecken und zu beten, dass die Monster mich nicht finden. Ich habe etwas über die Freikämpfer der Dales gehört. Was wisst ihr über sie? Das ist eine Bande von Verrätern. Alles Schwächlinge. Dachten, der Krieg besteht nur aus ein, zwei Scharmützeln und dann geht's wieder ab zu Muttern. War aber nicht so. Also sind sie abgehauen und haben sich dem Erstbesten angeschlossen, der ihren Wankelmut für akzeptabel hielt. Du, ich stehe echt auf dem Schlauch, aber ist okay. Hoffentlich kommen diese toten Dinger nicht wieder. Uiuiui, ui, okay. Das Ding auseinander, haben sie gesagt. Oh, sprecht doch alle durcheinander. Okay, wir rennen mal hier durch. Einen guten Tag wünsche ich. Wir sollen also den helfen und die Welle schon mal ein bisschen auf Zack bringen. Kann ich auch verstehen. Die Reihen dieser Dinger gepflügt sind. Beanspruchen ist immer so geil, wie ich aber da einfach so sein Inquisitionszeichen im Boden rammte und sagt meins. Fort Revasan. Wusstet ihr, dass Revas das elfische Wort für Freiheit ist? Revasan bezeichnet somit den Ort, an dem die Freiheit lebt. Ich frage mich, warum man diesen Fort nach der Rückeroberung der Dales nicht einen passenderen Namen gegeben hat. Vielleicht ist die alte Weisheit ja doch wahr. Wenn man sich erst an einen Namen gewöhnt hat, ist es schwer, ihn wieder zu ändern. Ja klar. Die Mauern dieses Ortes sind uralt. Ich hoffe, sie stürzen nicht ein. Aus den Aufzeichnungen von Bastian Proulx, also dem da unten, dem Kerl, einem getreuen Großherzog Gaspard. Ja, Gaspard ist bei uns in unserer Geschichte eben nicht Kaiser geworden. Es ist natürlich möglich, aber bei uns jedenfalls nicht. Oh, wollt ihr lesen? Bitte. Boah, warte mal, das war ein bisschen viel. So. Weiter und... Uiuiui. Ups, warte, also so. Meine Güte, ist das viel manchmal. Aber sonst sieht's allgemein ganz gut aus hier im... Deserteure, Rebellen, Magier. Ich hasse sie allesamt. Ey, willst du dich mit mir anlegen, oder was? Feldwebel, was? Mersaul. Habt ihr da draußen einige unserer Gefallenen gesehen? Sind viele eurer Männer gefallen. Was ihr hier seht, ist der traurige Rest. Wir waren einmal 1000. Möge der Erbauer auf euch herabblicken, Inquisitor. Stecke die Leichengrube im Brand. Ja, das habe ich doch schon mal als Auftrag bekommen von einem der Ritter unten. Möge der Erbauer auf euch herabblicken, Inquisitor. Kannst du das jetzt nochmal wiederholen, bitte? Sind viele eurer Männer gefallen. Was ihr hier seht, ist der traurige Rest. Wir waren einmal 1000 Mann. Nicht zu wissen, was mit den Männern geschehen ist, die nicht zurückkehren, ist das Schlimmste. Sind sie desertiert oder tot? Falls sie tot sind, haben wir nichts, was wir ihren Familien sagen oder schicken können. Ja, weil ihr es nicht wisst. Ja, verstehe schon. Viel Glück. Gefundene Briefe der Soldaten 0.7. Oh Mann, immer diese Sammelqueste. Das ist das einzig große. Also, mich stören nicht Sammelquests, um Gottes Willen. Ich finde es auch gut, das mit den Scherben ist eine gute Sache. Aber in Dragon Age Inquisition ist es teilweise manchmal ein bisschen zu viel einfach, ne? Von Sammelquests ein bisschen too much.
Jetzt haben wir das nicht mehr geschafft, diese Folge. Aber ich war jetzt vom Lager echt ein bisschen überrascht. Also sie haben die Tatsache ein ganzes Lager noch aufgebaut. Wie wir jetzt hier hinkommen, weiß ich echt nicht. Ist ja alles zu. Das müssen wir dann mal in nächste Folge schauen. Wie gesagt, aber ich verspreche euch, wir machen die Spezialisierung nächste Folge. Wird auch langsam Zeit nach 135 Folgen. Und ja, ich hoffe, ihr seid halt das nächste Mal wieder mit dabei bei Dragon Age Inquisition, meine Lieben. Und wir sehen uns dann gleich, oder beziehungsweise morgen dann hier in diesem Lager zurück. Bis denn und tschüss.